Zum Abschluss der 28. Runde der Tipp 3 Bundesliga powered by T-Mobile gewinnt die Wiener Austria durch einen Treffer von Slatko Junuzovic mit 1:0 beim Magna Wiener Neustadt. Wir haben gewusst, also das wird schwer, wir müssen dagegen halten. Wir haben das gemacht, wir haben leider zu viele Chancen in der ersten Halbzeit für einen freigemacht und wir haben es verabsäumt, das zweite Tor zu machen, aber ich meine, es sind 1:0, 3 Punkte und wir sind sehr zufrieden. Es gibt zwei Aspekte in dem Spiel, finde ich. Wir haben die erste Halbzeit gut gespielt, mit ganz guten Aktionen und haben auch gute Chancen herausgearbeitet. In der zweiten Halbzeit war es eine Abwehrschlacht. Zwei Drittel des Spiels war ich sehr zufrieden, nämlich ab der 30. Minute. Davor waren wir unsicher, haben uns wenig zugetraut. Wir finden einfach wahnsinnig schwer in so ein Spiel rein. Das passiert uns jetzt schon des Öfteren. Danach, denke ich, haben wir sehr druckvoll gespielt, waren auch die bessere Mannschaft. Haben auch einige Torschüssen gehabt. Aber man muss fairerweise natürlich auch sagen, dass die Austria auch die Möglichkeit auf 2:0 gehabt hat. Wir haben zwar die ersten 30 Minuten sehr gut begonnen. Wir haben, glaube ich, sehr viele Torschüsse gehabt, haben aber dann den Faden ein bisschen verloren und haben eigentlich mit Glück das 1:0 gehalten in die Halbzeit rein. Und zweite Halbzeit war es dann so, dass er wie in der Neustadt viel mehr riskiert hat. Und wir haben ein bisschen zu wenig die Bälle gehalten, sind aber trotzdem zum Schluss jetzt eine neue, so zwei, drei gute Chancen gekommen. Und ich glaube, im Endeffekt war der Sieg dann doch verdient. Die letzten 25 Minuten in der ersten Halbzeit waren in Ordnung und die zweite Halbzeit haben uns einfach die Ideen gefehlt. Wir haben nicht gewusst, wie wir zu einer Torschance kommen. Das war dann ausschlaggebend. Das hat uns heute gefehlt, denke ich. Natürlich schade, dass man wieder durch eine individuell starke Leistung oder starke Aktion der Austria dann dieses Spiel verliert und wir unsere Überlegenheit halt einfach nicht in Tore umsetzen konnten. Also der Mille hat auch das Auge und auch das Können, dass er so einen Ball dann mir in den Lauf spielt. Und ja, sicher war ein Glück dabei mit dem Spitz ins lange Eck, aber es gehört halt zum Fußball dazu. Wie gesagt, Glück spielt eine wesentliche Rolle, aber der Ball ist eingegangen, wir haben 1:0 gewonnen und wir sind sehr glücklich darüber. Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf die Europacup-Plätze? Man hat wieder ein bisschen was gut gemacht auf Sturm, auch von daher sehr wichtig gewesen heute. Ja, jedes Spiel ist wichtig, aber man sollte sich da jetzt nicht ausrasten drauf. Wir haben gesehen, wie schnell das geht, dass wir die 6 Punkte oder was wir vorhin waren verloren haben. Jetzt haben wir wieder 5 Punkte vorn und das sind halt vor 3-4 Runden. Also entschieden wird bis zu den letzten Runden gar nichts sein und deswegen müssen wir weiter hart arbeiten. Ja, es sind immer wichtige Punkte, wenn du die Punkte holst. Und Sturm hat jetzt Gott sei Dank nur einen Punkt geholt. Jetzt kommen wir am nächsten Sonntag zu uns und ich hoffe einmal auf ein volles Horststadion. Schauen wir mal. Und ja, jetzt haben wir 5 Punkte, glaube ich, vor Sturm und jetzt haben wir ein bisschen nicht so viel Druck, sage ich einmal, und trotzdem, wir werden 100% gegen Sturm. Wir wollen natürlich gewinnen. Sturm liegt uns hoffentlich und ja, die 3 Punkte werden im Horststadion bleiben. Wird schwierig wieder, weil wir wissen, dass Sturm Graz auch auswärts stark spielt. Aber sollte es ein Sieg werden, dann schaut es für uns im Europapokal natürlich sehr, sehr gut aus, weil dann wäre der Vorsprung schon so groß, dass man sagen kann, wir können auf alle Fälle schon etwas spekulieren mit dem Startplatz.